Landung auf Graspisten, Abwurf von Lasten, Abwehr eines Angriffs, taktisches Fliegen mit der Transall. Flughafen Trollenhagen bei Neubrandenburg. Mit zwei Transall-Maschinen ist das Lufttransportgeschwader 61 vom bayerischen Penzing nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Auf dem Programm steht eine taktische Ausbildungswoche, in der die Besatzungen zahlreiche Aufgaben zu bewältigen haben. Ja, wir haben hier eine angenommene politische Lage, wie sie weltweit natürlich überall passieren kann. Das ist eine rein fiktive Lage, diesmal im Osten von Deutschland. So, unser Operationsgebiet liegt eigentlich oben von der Ostsee bis irgendwo zum Erzgebirge. Wir wurden aufgrund dieser fiktiven Lage von einem befreundeten Staat gebeten, hier Unterstützung zu leisten. Die Besatzung sind hierher gekommen, fliegen ein fiktives Szenario. Begonnen hat das Ganze eigentlich damit, dass sie sich erstmal mit dem Übungsraum bekannt gemacht haben. So, was wir jetzt machen innerhalb dieser Aufgabenstellung auch für die Besatzung, dass wir diesen Stresslevel von Tag zu Tag etwas erhöhen. Das ist sehr realitätsgebundene, auch an bestimmte Auslandseinsätze, die Bundeswehr im Augenblick auch durchführt. Beim Briefing erhalten die beiden Crews alle aktuellen Informationen von der politischen Situation bis zur militärischen Lage. Wo befindet sich der Gegner? Was hat er vor? Mit welchen Gefahren ist zu rechnen? Daneben werden die Besatzungen vom Taktikausbilder auch über die heutigen Trainingsziele informiert. Und natürlich gibt es den Wetterbericht. Die Bedingungen sind nicht perfekt, aber es kann geflogen werden. Die Besatzungen machen sich nun an die Flugplanung, bereiten ihre Mission vor. Die einzelnen Besatzungsmitglieder haben ihre Aufgaben und werden sich jetzt darum kümmern. Und die Flugzeugführer bzw. der TSO. Wir haben primär die fliegerische Aufgabenverteilung bzw. Flugvorbereitung. Welche Flugwege werden geflogen? Haben wir mit irgendwelchen Hindernissen zu rechnen, feindliche Bedrohung oder solche Sachen? Der Übungsflug wird einen Drop von Lasten beinhalten, beziehungsweise auch einen Formationsflug von zwei C-160 Transall. Und noch einiges mehr, aber davon wissen die Piloten jetzt noch nichts. Erst wenn sie in der Luft sind, werden sie von den Leitern der Übung mit neuen Aufträgen überrascht. Zunächst heißt es erst einmal Alarm am Boden. Alle Mann haben das Gebäude verlassen. Nachdem Vollzähligkeit festgestellt wurde, gehen die Flugvorbereitungen weiter. Am frühen Abend wird es ernst, die Übung beginnt. Nachdem die letzten Checks durchgeführt sind, rollen die beiden Transall zum Start. Kurz nacheinander heben die zwei Maschinen in Trollenhagen ab. Sie sind erst wenige Minuten in der Luft, als sich plötzlich die Leitstelle meldet. Bei Stralsund an der Ostsee ist ein Luftfahrzeug abgestürzt. Eine Transall soll dorthin fliegen, um die Absturzstelle aufzuklären. Der Leader der Zweierformation muss nun schnell entscheiden, welche Maschine den Sonderauftrag wahrnimmt und welche den ursprünglichen Auftrag durchführt. Kurz darauf dreht eine der beiden Maschinen ab, um Richtung Ostsee zu fliegen. Unsere Transall fliegt ihr planmäßiges Programm. Von Neubrandenburg aus dreht die Transall Richtung Süden ab und fliegt nun Altengrabow in Sachsen-Anhalt an. Ziel ist eine Graspiste auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow. Von einem Controller am Boden erhält die Crew Informationen über Wind- und Wetterverhältnisse am Platz. Dann werden zwei große Lastenbehälter zum Abwurf fertig gemacht. Zweimal fliegt die Maschine an, um die Lasten aus geringer Höhe abzusetzen. Anschließend muss die Transall noch mehrere Plätze in Ostdeutschland ansteuern. Reinsdorf, Altstädt, Halle-Oppin, Dessau, allesamt kleine Plätze mit kurzen Gras- oder Asphaltpisten, die Piloten kaum kennen. Ziel ist, dass die Transportflieger auch mit Plätzen klarkommen, die ihnen nicht vertraut sind. Ein Szenario, wie es im Einsatz jederzeit vorkommen kann.
Schließlich geht's zurück nach Altengrabow. Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte wird der Platz von Transportfliegern für eine Übung genutzt. Eine Transall in Altengrabow, das ist auch für die örtliche Feuerwehr etwas völlig Neues. Nach der Landung nutzt der Ladungsmeister die Gelegenheit, die Feuerwehrleute für eventuelle Notlagen einzuweisen, damit im Fall der Fälle jeder von ihnen mit der Transall vertraut ist und zum Beispiel die Notausgänge kennt. Eine Maschine kehrt von Altengrabow bald Richtung Trollenhagen zurück. Vor der Landung steht noch ein Lastenabwurf auf dem Programm. In niedriger Höhe steuert die Transall den Flughafen Trollenhagen an. Eine Rauchgranate markiert die Stelle, an der die Last auftreffen soll. Die kleine 15-Pfund-Last gleitet zum Boden, Auftrag ausgeführt. In Altengrabow ist es unterdessen dunkel geworden, Zeit für die Nachtflüge. Start in den Abendhimmel über dem Truppenübungsplatz. Im Tiefflug steuert die Transall den Platz an, um Türlasten abzuwerfen. Nach jedem Abwurf überprüft der Controller am Boden, wie präzise der Behälter gelandet ist. Immer dunkler wird es, während die Piloten Landungen und Starts auf der Graspiste und Überflüge üben. Aber die behelfsmäßige Beleuchtung ist eine gute Orientierungshilfe bei jedem Anflug. Alle Manöver klappen reibungslos. Es ist spät am Abend, als die Transall nach einem umfangreichen Übungsprogramm zurück nach Neubrandenburg fliegt. Flughafen Trollenhagen am nächsten Morgen. Flugvorbereitungen. Zum Abschluss der einwöchigen Übung in Mecklenburg-Vorpommern erwartet die Crews noch einmal ein volles Programm mit einigen Überraschungen. Der Taktikausbilder. Von den Aufgaben weiß die Crew im Prinzip noch nichts. Aber sie ist so ausgebildet worden, dass sie darauf agieren kann. Es wird auch anschließend, wenn sie zurückkommen, auf jeden Fall da ein Debriefing geben. Das ist nicht so, dass wir erwarten, dass diese Mission von Anfang bis Ende ohne Probleme durchläuft. Aber das ist letztendlich auch der Lerneffekt, der hier mitgenommen werden soll, dass die Besatzung weiß, wo Fehler gemacht worden sind, wie man die verbessern kann, um letztendlich bei einem ernsthaften Einsatzauftrag richtig darauf reagieren kann. Wieder heben die beiden Transall in Trollenhagen ab. Kurz nach dem Start stößt ein Learjet zu der Zweierformation. Er eskortiert die beiden Transportflugzeuge. In einem Krisenszenario könnte Begleitschutz durch einen Kampfjet nötig sein, da sich die Transall gegen Gegner aus der Luft nicht so effizient verteidigen kann. Für die Transportflieger ist es daher wichtig, auch dieses Fliegen zusammen mit einem Jet zu üben. Der Learjet fliegt außerdem in verschiedenen Abständen zu den Transportern. 5 Meilen, 4 Meilen, 3 Meilen. Die Piloten sollen dabei lernen, wann sie einen Jet überhaupt erkennen können und um welchen Typ es sich handelt. Plötzlich meldet sich die Leitstelle mit einem Sonderauftrag. Heute muss unsere Transall Richtung Ostsee nach Stralsund fliegen, um eine Absturzstelle aufzuklären. Die Leitstelle muss nun schnell brauchbare Informationen bekommen. Brauchen die Abgestürzten Luftunterstützung durch Kampfflugzeuge oder einen Rettungshubschrauber? Im Ernstfall geht es hier um Menschenleben. Zeit spielt eine große Rolle. Dann wird es auch für die Transall gefährlich. Die Leitstelle meldet, dass sich feindliche Jets in der Nähe befinden. Die Piloten beginnen zu kurbeln. Das heißt, sie versuchen mit extremen Wendemanövern aus dem Schussbereich des Jets zu kommen. We'll be right back.
Volle Konzentration bei allen im Cockpit. Erst nach einer halben Stunde heißt es aufatmen. Der Pilot zieht Bilanz. Wir hatten eine relativ aufregende Zeit, gerade mit verschiedenen Events, wie zum Beispiel das Anlanden an Grasplätzen, die wir normalerweise nicht anlanden, oder aber auch das Zusammenspiel mit verschiedenen Flugzeugen, mit Jetflugzeugen, die hier in einem Szenario, in einem kombinierten Szenario teilgenommen haben. Dieses Einsatzszenario, das wir jetzt in den letzten Tagen miterleben durften, entspricht in Teilen das Szenario, wie wir es auch im Ausland, zum Beispiel in Afghanistan, vorfinden. Das ist für uns immer wieder auch ein bisschen eine Herausforderung und das macht den Beruf interessant. Also nicht nur den Beruf als Flugzeugführer, sondern es gibt ja auch den Ladungsmeister, den Bordmechaniker im Flugzeug bzw. den taktischen Systemoffizier. Und genau darum ging es in der taktischen Ausbildungswoche des Lufttransportgeschwaders 61. Grenzen auszuloten, die Crews in der taktischen Fliegerei zu trainieren und die Besatzungsmitglieder noch mehr zusammenwachsen zu lassen. Nur so ist gewährleistet, dass jeder auf die Anforderungen im Einsatz flexibel reagieren und seinen Auftrag ausführen kann.